Well, that's convenient. Das Kind ist nicht mehr. Nur der Mörder verbleibt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Ja, eure Abstimmung war mal ziemlich eindeutig. Also Qiyana wollte gar keiner sehen. Kann ich auch ehrlich gesagt gut nachvollziehen, auch wenn Ishtar eine interessante Region ist. Und ja, man spricht das X wirklich so aus. Und ja, Kane hat mit Abstand die meisten Stimmen gekriegt. Auch eine ganze Ecke mehr als Aphelios. Und bevor ich mit Kane anfange, möchte ich noch eine kurze Sache zu seiner Sense loswerden, denn seine Sense hat ja auch einen Namen und ein Bewusstsein und quasi eine Persönlichkeit, Rast. Oder besser zu dem, was Rast ist. Ich weigere mich, die deutsche Übersetzung des Wortes Darkin als die Düsteren anzunehmen. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ergibt keinerlei Sinn. Darkin ist kein englisches Wort. Das heißt nicht Darkin, also sowas wie die dunkle Art oder das dunkle Volk, sondern Darkin wird sogar in einer Geschichte bezeichnet als ein altes shurimanisches Wort für Gefallene. Mit anderen Worten, in dieser Geschichte wird behauptet, dass das Wort die Düsteren im Deutschen eine alte shurimanische Bezeichnung wäre. Und das ist Schwachsinn. Genauso finde ich es seltsam, dass zum Beispiel die Watchers im Freljord oder Freljord, und ich sage bewusst auch im Freljord und nicht in Freljord, aus einem ganz einfachen Grund, dazu kommen wir auch gleich, dass die im Deutschen als Wächter übersetzt werden. Die bewachen nichts. Die werden sogar bewacht. Die werden im Schlaf festgehalten. Es würde viel eher passen, wenn man sie Beobachter nennen würde, anstatt Wächter. Weil to watch kann eben nicht nur heißen to watch over, also etwas bewachen, behüten, sondern auch to watch im Sinne von betrachten, ansehen, beobachten. Warum heißen die Wächter? Ach. Also sollten wir mal zu denen kommen, werde ich die auch anders nennen. Gut. Des Weiteren zum Beispiel finde ich es auch bescheuert, dass im Deutschen die Region Freljord keinen Artikel hat. Weil im Englischen heißt es immer The Freljord. Und ich meine, das ist auch im Deutschen nichts Ungewöhnliches, dass wir mal einen Ort mit einem Artikel haben. Wir sagen ja auch die Elfenbeinküste, das Saarland, die Niederlande. Warum soll es nicht der Freljord heißen? Ich verstehe es nicht. Aber gut, meinetwegen, Freljord werde ich weiter so lesen, wie es in den Geschichten steht, aber ich werde mich weigern, die Düsteren, also die Darkin, als Düstere zu lesen und die Watchers als Wächter. Das sind die Punkte, an denen ich mich verweigere. Gut, kommen wir jetzt tatsächlich mal zu Kane. Wir beginnen mit seinem Design, bevor wir zu seinen Geschichten gehen. Die sind auch nicht besonders lang, das heißt, die Folge wird wahrscheinlich auch nicht überragend lang werden. Aber gut, Kane lässt sich am ehesten mit zwei Worten beschreiben. Anime und Edgelord, aber so richtig. Und das ist auch alles, was er sein soll. Kane soll so wirklich dieser düstere, mysteriöse Kerl sein, der irgendwie alles mühelos hinbekommt und finstere Bürde trägt und sonst was. Sagen wir mal so, Uchiha Sasuke hätte er das Milchgeld gestohlen. So, das wäre jetzt gerade einfach so meine Interpretation dieser Sache. Aber sehen wir uns Kane einmal an. Und hier muss ich sagen, ich werde euch die ganze Zeit drei verschiedene Sachen zeigen. Und ihr seht es wahrscheinlich auch schon im Hintergrund. Einerseits das Splash Art, wozu es keinen Login-Screen gibt. Allerdings sieht man da sehr schön diese zweigespaltene Natur. Also wir sehen einerseits Kanes Arm, der ja diese Sense hält, diese seltsame rote Verbindung zwischen der Hand und der Sense. Ja gut, die Sense hat ein Auge, das wirkt auch schon mal sehr speziell, und wir sehen dieses selbe Rot, was diese Sense quasi als Farbschema hat, auch bei Kane im linken Auge. Die rechte Seite hingegen ist bei Kane eher so ein bisschen blau. Wir haben da diese blaue Strähne, gut, vieles liegt auch im Schatten. Aber ansonsten sehen wir auch diese zwei Gestalten im Hintergrund, nämlich einmal
den Schattenassassinen und einmal den Darkin. Was hat es damit auf sich? Das ist in diesem Fall eine Spielmechanik. Das heißt, Kane befindet sich permanent mit seiner ja im Wesentlichen besessenen Sense in einem mentalen Zweikampf, wer letzten Endes die Kontrolle behält. In jedem Spiel ist es so, wenn Kane mitmacht, dann hat er am Anfang eine neutrale Form und entwickelt sich im Laufe des Spiels zu einer der beiden Formen. Wenn Kane gewinnt, unterdrückt er quasi Ra's Identität komplett, löscht den quasi aus, übernimmt aber die Macht der Sense und wir erhalten den Schattenassassinen. Gewinnt Ra's hingegen, dann ja, löscht er Kane komplett aus, übernimmt seinen Körper und formt ihn quasi nach seinen Wunschvorstellungen neu. Und dann haben wir den Darkin, diese rote Gestalt. Was die Darkin genau sind, da werde ich wahrscheinlich in einer Geschichte, wenn ich es schaffe, das bis dahin aufzunehmen und zu bearbeiten, morgen eine sehr detaillierte Geschichte zu abliefern. Besser gesagt sogar zwei, aber eine ist so kurz, die interessiert uns nicht. Nämlich einmal die Legende der Darkin. Oder der Düsteren, wie sie im Deutschen heißt. Und Zwielicht der Götter. Was halt sehr deutlich macht, was die Darkin eigentlich sind, woher sie kommen und ja, was sie ausmacht. Und ich wollte mit diesen Geschichten auch warten, bis der erste Darkin-Champion vorkommt. Es gibt natürlich noch zwei andere Darkin-Champions, nämlich einmal Aatrox und einmal Varys. Aber diese Charaktere spielen jetzt gerade keine Rolle für uns. Gehen wir erstmal zu Kanes Hintergrundgeschichte. Kane, der Schatten des Todes. Shieda Kane war von Geburt her Noxianer und wurde zusammen mit anderen Altersgenossen zum Kindersoldaten ausgebildet. Eine grausame Praxis, der nur die boshaftesten Befehlshaber des Reiches von Borum Darkwill folgten. Nach der katastrophalen Schlacht beim Placidium von Navori wurde aus der Invasion vorsätzlich ein langwieriger Zermürbungskrieg. Das Mitgefühl der Ionier sollte zu ihrem eigenen Verhängnis werden, wenn ihre Krieger angesichts des scheinbar unschuldigen Gegenübers zögerten. Und so erwartete auch niemand, dass Kane, der kaum sein Schwert halten konnte, aus der Schlacht zurückkehren würde, in die man ihn geschickt hatte. Im Feldzug gegen die Provinz Baal landete die Streitmacht von Noxus an der Mündung des Epul. Kane und die anderen waren Teil einer zögerlichen Vorhut, die auf unorganisierte Gruppen von Dorfbewohnern traf, welche ihr Heim vor den zurückkehrenden Invasoren verteidigen wollten. Während seine jungen Kameraden auf dem Schlachtfeld niedergemäht wurden oder flohen, zeigte Kane keine Furcht. Er ließ sein wuchtiges Schwert fallen, hob eine Sichel vom Boden auf und stellte sich den schockierten Ioniern gerade in dem Moment in den Weg, als die noxianischen Haupttruppen in ihre Flanke fielen. Ein grausames Massaker folgte. Bauern, Jäger, sogar eine Handvoll Vastaya wurden gnadenlos abgeschlachtet. Zwei Tage später, nachdem sich die Kunde von dieser Bluttat in den südlichen Provinzen herumgesprochen hatte, erreichte der Orden der Schatten das von Blut durchtränkte Schlachtfeld. Ihr Anführer, Zed, wusste genau, dass dieses Gebiet nicht von taktischer Bedeutung war. Das Massaker war nur als Warnung gedacht gewesen. Noxus würde keine Gnade walten lassen. Sein Blick fiel auf ein Stück glitzernden Stahls. Ein Kind, kaum älter als 10 Jahre, lag im Schlamm und seine zerbrochene Sichel war auf den Meisterassassinen gerichtet. Blut floss über seine weiß hervortretenden Knöchel. In den Augen des Jungen erblickte er einen Schmerz jenseits seines Alters, und doch brannte in ihnen gleichzeitig die Wut eines abgehärteten Kriegers. Solche Zähigkeit konnte man nirgends erlernen. Zed sah in diesem Kind, diesem zurückgelassenen noxianischen Überlebenden, eine Waffe, die gegen jene gewandt werden konnte, die ihn hier zum Sterben zurückgelassen hatten. Der Assassine reichte dem Jungen seine Hand und hieß ihn im Orden der Schatten willkommen. Akolyten verbrachten für gewöhnlich Jahre damit, mit einer Waffe ihrer Wahl zu trainieren, doch Kane meisterte sie alle. Für ihn waren sie bloß Werkzeuge, denn er war die Waffe. Rüstung und Schild waren für ihn eine verzichtbare Last. Er zog es vor, sich in Schatten zu hüllen
und seine Gegner aus dem Hinterhalt zu erschlagen. Diese blitzschnellen Hinrichtungen ließen das Blut in den Adern jener gefrieren, die das seltene Glück hatten, von ihm verschont zu werden. Doch je weiter ihm sein Ruf vorauseilte, desto arroganter wurde Kane auch. Er war fest davon überzeugt, dass er eines Tages sogar stärker als Zed sein würde. Sein Hochmut führte Kane zu seiner letzten Prüfung. Er sollte eine vor kurzem ausgegrabene Waffe der Darkin finden und verhindern, dass sie jemals gegen die geschwächten Verteidiger von Ionia eingesetzt werden konnte. Ohne zu zögern nahm er die Prüfung an und fragte noch nicht einmal, warum gerade er für diese Aufgabe ausgewählt worden war. Jeder andere Akolyt hätte die lebende Kriegssense namens Ras zerstört, doch Kane beanspruchte sie für sich selbst. Als sich seine Finger um die Waffe legten, schlug ihre Korruption augenblicklich Wurzeln in seinem Geist. Und von da an standen sich beide in einem schicksalhaften Kampf um Kontrolle gegenüber. Ras hat seit ewigen Zeiten auf den perfekten Wirt gewartet, um sich erneut den übrigen Darkin anzuschließen und die Welt in Blut zu ertränken. Doch Kane lässt sich nicht so leicht beherrschen. Und so kehrt er triumphierend nach Ionia zurück, im Glauben, dass Zed ihn zum neuen Anführer des Ordens der Schatten ernennen wird. So, was soll man dazu sagen? Ich muss sagen, ein paar Formulierungen sind bisschen cringy, so nach dem Motto, die Waffen waren nur Werkzeuge, er war die Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber gut, wie gesagt, man greift hier wirklich richtig tief in den, Edgelord-Trickkistensack, um mal kurz Marty Fischer zu zitieren. Sinngemäß zumindest. Und ja, man versucht wirklich so komplett all out zu gehen und zu sagen, yep, Kane machen wir jetzt so edgy, wie es nur irgend geht. Also düstere Hintergrundgeschichte, ja, dann diese dunkle, korrumpierende Sense und dann, dass er generell arrogant ist und dass ihm alles so leicht fällt, dass er ein Meister in allen Disziplinen ist und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, dezent cringy, aber zumindest ist es so, dass wir doch ein bisschen was schon mal über Kanes Persönlichkeit mitkriegen und eben zumindest ein kleines bisschen über Rast. Und zwar, dass der gerne tötet. Gut, das passt natürlich auch zur Sense, auch wenn eine Sense eine beschissene Waffe ist. Das ist definitiv keine Kriegssense, wie das da beschrieben wird. Es gibt natürlich diese Variante mit Kriegssensen, aber da ist die Klinge etwas anders. Und Sense ist natürlich vor allem so ein Symbol für den Sensenmann, der gerade so im europäischen Raum gerne als Symbol für den Tod verwendet wird. Also jemand, der quasi das Leben erntet oder die Seelen der Toten erntet. Denn dafür steht im Wesentlichen die Sense. Die Sense ist ein Symbol für die, sagen wir mal, gewaltsame Ernte. Und daher passt es schon sehr gut, dass ausgerechnet eben ein Attentäter diese Sense führt, auch wenn diese Waffe für einen Attentäter tierisch scheiße ist. Weil ein Attentäter will sich eigentlich verstecken können und so eine Sense kriegst du nicht mal eben verborgen. Aber gut, Realismus, es ist Fantasy. Und vor allem, Kane geht ja schon sehr, sehr in eine Richtung, die man schon fast als eine Parodie betrachten kann. Klar, er ist als ernstzunehmender Charakter gedacht, aber gut. Wie Kane denn genau drauf ist, sehen wir besonders in seiner Kurzgeschichte, in seiner Color Story. Und glaubt mir, es wird nicht besser. Die uralte Klinge von Michael McCarthy. Selbstbewusst stand Kane im Schatten des Nox Torah, umgeben von toten Soldaten, und lächelte ob der Ironie. Diese Triumphbögen aus dunklem Stein wurden zur Ehre von Noxus errichtet. Sie schürten die Angst und forderten die Treue jener ein, die unter ihnen hindurchgingen. Doch dieser hier war ein Grabstein geworden, der an falsche Stärke und Überheblichkeit erinnern sollte und ein Symbol der Angst der gefallenen Krieger, die sich gegen sie gewandt hatten. Kane liebte Angst. Für ihn war Angst eine Waffe. Und so wie seine Brüder im Orden der Schatten ihr Katana oder ihre Shuriken beherrschten,
so beherrschte Kane die Angst. Endlose Jahre hatte er die noxianische Erde nicht mehr unter seinen Füßen gespürt, und wie er so dastand, inmitten der erschlagenen und bald vergessenen Gegner, spürte er Unbehagen. Es hing in der Luft wie die Schwüle vor einem Gewitter, die den fernen Donner erahnen lässt. Nakuri, ein weiterer Akolyt des Ordens, wechselte die Klingenhand und machte sich für eine persönliche Auseinandersetzung bereit. Man konnte ihm zugutehalten, dass es ihm fast gelang, das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. »Was jetzt, Bruder?« Kane blieb stumm. Seine Hände ruhten an seinen Hüften. Er wusste, dass er die Situation unter Kontrolle hatte. Und doch überkam ihn ein Gefühl von Déjà-vu, so als ob ein Traum aus der Erinnerung aufsteigen würde. Er tauchte blitzartig auf und war genauso schnell wieder verschwunden. Eine Stimme füllte die Leere vor ihnen. Eine dunkle und hasserfüllte Stimme, in der die Schmerzensschreie tausender Schlachtfelder widerhallten und die beiden zur Tat anstachelten. »Wer wird sich als würdig erweisen?« Zed hatte seinen besten Schüler geschickt. Die Spione des Ordens hatten die entmutigenden Gerüchte bestätigt. Die verhassten Noxianer hatten eine uralte Kriegssense der Darkin entdeckt, so mächtig wie jede Magie in Ionia. Ein einzelnes blutrotes Auge starrte die stärksten Männer vom hinteren Ende der Klinge aus an und forderte sie heraus, sie im Kampf zu führen. Aber offensichtlich hatte sich ihrer niemand würdig erwiesen. All jene, die sie berührt hatten, waren augenblicklich und auf schmerzhafte Weise von ihrer Bösartigkeit verzehrt worden. Man hatte sie deshalb in ein Kettenhemd gewickelt, mit Sackleinen umhüllt und eine bewaffnete Karawane beauftragt, sie sicher zur unsterblichen Bastion zu bringen. Shieda Kane wusste, was von ihm verlangt werden würde. Dies würde seine letzte Prüfung sein. Er hatte die Außenbezirke der Küstenstadt Windor erreicht, bevor er überhaupt dazu kam, über die Bedeutung seiner Reise nachzudenken. Es war ein kühnes Unterfangen, den Kampf ins Feindesland zu tragen. Aber Kane war die Kühnheit in Person. Es gab niemanden, der ihm ebenbürtig war. Niemand anderem hätte Zed das Schicksal Ionias anvertraut. Deshalb konnte es keinen Zweifel geben. Kane war zu wahrer Größe bestimmt. Er bereitete seine Falle kurz vor Sonnenuntergang vor. Die herankommende Karawane kam am Horizont gerade als winzige Staubwolke in Sichtweite, die zum orangen Himmel hinaufstieg. Es blieb also mehr als genug Zeit, die drei Wachen am Noxtorar zu töten. Ohne einen Laut bewegte er sich im länger werdenden Schatten des Torbogens, während die erste Wache ihre Patrouille abschritt. Kane beschwor seine Schattenmagie und verschwand in der schwarzen Steinmauer, als wäre sie eine Passage, die nur ihm offen stand. Er sah die Silhouetten der Soldaten, wie sie ihre Piken mit beiden Händen umfassten. In Schatten gehüllt stürzte er aus dem Gebäude und nahm mit bloßen Händen der zweiten Wache das Leben. Bevor die dritte Wache reagieren konnte, löste sich Kane in Schwaden aus purer Finsternis auf und bewegte sich pfeilschnell entlang der Kopfsteinpflasterstraße direkt vor sein Opfer. Blitzschnell hatte er den Kopf des Mannes herumgerissen und ihm mit Leichtigkeit das Genick gebrochen. Die erste Wache hörte, wie die leblosen, schlaffen Körper zu Boden gingen und drehte sich um, nur um in Kanes lächelndes Gesicht zu blicken. Der Assassine nahm sich Zeit, um den Moment zu genießen. »Sie lähmt dich, nicht wahr?« Er zog sich in den Schatten des Noxtorar zurück. »Die Angst.« Er stieg aus dem Schatten des zitternden Soldaten hervor. »Das ist der Moment, in dem du wegläufst, Noxianer. Erzähle den anderen, was du hier gesehen hast.« Der Soldat ließ seine Pike fallen und stürmte auf Windor zu, wo er sich in Sicherheit wähnte. Weit kam er nicht. Nakuri, in das gleiche Schwarz wie Kane gehüllt, sprang hinter dem Noxtorar hervor und bohrte sein Schwert in den Bauch des flüchtenden Soldaten. Der andere Akolyt blickte Kane in die Augen. »Die fehlgerühmte Stärke von Noxus? Nichts als Größenwahn.«
Ich wusste, dass du unüberlegt handelst, Bruder. Kanes Augen funkelten. Aber das? Du bist mir den ganzen Weg gefolgt, nur weil du mir den Ruhm nicht gönnst? Mehr Zeit für Zurechtweisung blieb nicht. Sie konnten bereits hören, wie sich die Karawane der Soldaten näherte. Verschwinde, Nakuri. Um dich kümmere ich mich später. Wenn du überlebst. Die langen Schatten der Dämmerung hielten die Leichen verborgen, bis die herannahenden Soldaten fast unter dem großen Torbogen standen. »Halt!« rief der Vorreiter und zog sein Schwert. »Ausschwärmen! Sofort!« Die anderen Reiter stiegen verwirrt von ihren Pferden, und Kane erblickte zum ersten Mal sein Ziel. Die Waffe war so, wie Seth sie beschrieben hatte, in ein Kettenhemd und Sackleinen gewickelt und auf den Rücken eines kräftigen vindorianischen Hengstes geschnallt. Geduld war keine Eigenschaft, mit der Nakuri gesegnet war, und so stürzte er sich ohne nachzudenken auf den erstbesten Soldaten. Kane wählte seine Ziele jedoch mit Bedacht, griff zuerst den Vorreiter an und versetzte ihm mit seinem eigenen Schwert den Todesstoß. Er sah sich nach dem Vindorianer um, doch die Sense war verschwunden. Nein, er war zu weit gekommen, um jetzt zu versagen. »Kane!« schrie Nakuri, während er einen Soldaten nach dem anderen niedermähte. »Hinter dir!« In seiner Verzweiflung hatte ein Noxianer die Waffe befreit. Ihr rotes Auge glühte mit unmenschlicher Wut. Die Augen des Soldaten wurden groß, als die Waffe mit tödlichen Schwüngen seine eigenen Kameraden niedermetzelte. Er hatte die Sense eindeutig nicht unter Kontrolle, konnte sie aber auch nicht loslassen. Die Gerüchte waren also wahr. Kane machte erneut von seiner Schattenmagie Gebrauch und stürzte sich in den sich windenden Noxianer, der von dem Darkin korrumpiert worden war. Für einen Sekundenbruchteil blickte er durch die Augen dieses zeitlosen Wesens und erblickte Äonen voller Leid, Schmerzensschreie und Wehklagen. Diese Waffe war der auf ewig wiedergeborene Tod. Sie war das reine Böse und musste aufgehalten werden. Er brach aus den sterblichen Überresten des Noxianers hervor. Das Fleisch des Soldaten hatte sich in einen Schuppenpanzer verwandelt, der nun zerbarst und zu erstickendem Staub zerfiel. Zurück blieb nur die Sense, ihr Auge fest geschlossen. Kane streckte die Hand nach ihr aus, als Nakuri sich der letzten verbliebenen Feinde entledigte. »Bruder, nein!« Blut tropfte vom Katana des Akolyten. »Was tust du da? Du hast gesehen, was sie mit dir macht. Sie muss zerstört werden!« Kane sah ihn an. »Nein, sie gehört mir.« Die beiden gingen aufeinander zu, keiner bereit, auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Hinter den Stadtgrenzen begannen die Alarmglocken zu ertönen. Die Zeit schien stillzustehen. Nakuri wechselte die Klingenhand. »Was jetzt, Bruder?« Da sprach die Sense zu Kane. Ihre Stimme hallte in seinem Kopf, doch die größer werdenden Augen des anderen Akolyten ließen vermuten, dass Nakuri sie auch gehört hatte. »Wer wird sich als würdig erweisen?« Kane beschwor dunkle Schwaden, welche die Waffe ergriffen und durch die kalte Nachtluft in seine wartenden Hände wirbelten. Sie fühlte sich an, als wäre sie schon immer ein Teil von ihm gewesen und als wäre er allein geboren, um sie zu führen. Er vollführte einen eleganten Schwung und hielt die Klinge an Nakuris Kehle. »Tu, was du tun musst.« Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Also, jetzt werde ich aber auch ein bisschen mehr auf Kanes Rolle innerhalb der Geschichte eingehen. Also wir wissen, er gehört zum Orden der Schatten, ist ein Schüler von Seth und benutzt Schattenmagie. Etwas andere als die, die wir von Seth im Spiel kennen. Zumindest habe ich noch nicht erlebt, dass Seth in irgendeiner Geschichte irgendwie als wabernde Schatten in den Körper von jemandem eindringt und ihn dann quasi von innen tötet. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach Kanes Art. Und ja, Kanes immense magische Kraft ist eigentlich auch das, was ihn davor rettet, direkt von Rast komplett übernommen zu werden.
Weil das ist ja das, was in der Geschichte mit diesem Noxianer, der die Sense nimmt, passiert. Deshalb sieht dieser Körper dann aus wie ein Schuppenpanzer, weil das im Wesentlichen das ist, was Rast aus ihm gemacht hat. Rast formt den Körper seines Trägers. Oder streng genommen kann man sogar sagen, seiner Träger, denn wenn wir zum Beispiel Aatrox betrachten, da ist es unwahrscheinlich, dass das, was sich da bewegt, also bei den Darkin gilt grundsätzlich, die Waffe ist der eigentliche Darkin. Der Körper ist hingegen mehr oder weniger ein Gefäß für das Bewusstsein. Und bei Aatrox zum Beispiel geht man wohl eher davon aus, dass es nicht ein einzelner Körper ist, der so geformt wurde, sondern mehrere. Also auch das Fleisch und das Blut der erschlagenen Gegner. Und bei Rast ist es... Ich weiß nicht, wie es da ist. Zumindest wird es... nicht einmal wirklich angedeutet. Es ist so, dass Kane wahrscheinlich dadurch, dass er die Kontrolle hat, ihn daran hindert, sowas zu machen. Aber wir sehen da generell diesen Kampf. Und ich glaube, Kane ist auch bisher der einzige bekannte Fall, in dem ein Darkin tatsächlich besiegt werden könnte. Das ist es ja. Diese ganze Sache mit diesem Zweikampf ist etwas, was aktuell storytechnisch nicht gelöst ist. Also da hat weder Kane noch Rast gewonnen, die sind weiterhin quasi im Zweikampf. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob man das wirklich in einer Geschichte auflösen kann. Weil das ist Kanes komplettes Thema, dieser Konflikt. Und wenn man ihm das wegnimmt, dann, fehlt halt was. Aber das ist halt alles, was so, ja, sein Hauptthema ausmacht. Natürlich, man kann viel machen mit der Interaktion zwischen Kane und Rast, das ja auch im Spiel tatsächlich passiert, dass die beiden miteinander reden und nicht immer einer Meinung sind. Und Rast ihn die ganze Zeit halt dazu bringen will, Leute zu töten. Ja gut, so ist halt Rast drauf. Und man sieht natürlich, wie gesagt, sehr deutlich eben diese Korruption, die sich über den linken Arm ausbreitet und auch so ein bisschen das linke Auge schon ergriffen hat. Es ist so eine Frage der Zeit. Die beiden sind in einem andauernden Kampf, kann man sagen. Aber was ich mir vorstellen könnte für Geschichten mit Kane wäre beispielsweise, dass er Rast für eine gewisse Zeit mehr Kontrolle geben muss oder dass es darauf hinausläuft, dass Rast kurz davor ist, ihn zu übernehmen und er dann letzten Endes sich wieder befreit, solche Sachen. Aber man kann Kane nicht von Rast trennen, ohne ihm quasi seinen kompletten Charakter zu nehmen. Also er ist nach wie vor dann halt der arrogante Edgelord, aber diese Waffe ist halt quasi ein essentielles Element seines Charakterdesigns. Das ist, du kannst gewissen Charakteren nicht gewisse Elemente wegnehmen. Und daher finde ich, ist Kane sehr begrenzt einsetzbar, weil entweder hast du die ganze Zeit denselben Charakter, der halt immer mit der Sense auf demselben Level bleibt, der Konflikt wird nicht aufgelöst und dadurch wird der Konflikt langweilig, oder du löst den Konflikt auf und hast dann nichts mehr vom Charakter. Daher rein Storytelling-mäßig, also ich fände es interessant zum Beispiel mal zu sehen, was passieren würde, wenn Kane tatsächlich Zed herausfordert, aber viel mehr kann man mit ihm nicht machen, außer zu sagen, ja gut, der ist jetzt wieder Agent in der und der Gegend. Als Antagonist gut geeignet, aber als Protagonist hast du das Problem, du kannst diesen Konflikt nicht auflösen. Ansonsten ist der Charakter quasi metaphorisch tot. Daher, ich weiß nicht. Man könnte so What-If-Geschichten machen, aber das ist halt auch dann ein bisschen problematisch teilweise. Entsprechend, was man natürlich auch machen könnte, ist, dass Kane mit den anderen Darkin in Kontakt gerät. Bisher kennen wir ja zwei andere. Es soll auch noch zwei weitere geben, die bisher noch nicht aufgetaucht sind. Aber ja, ich finde, Kane ist halt schwierig unterzubringen. Also trotzdem würde ich sagen, zumindest vom Optischen ist Kane gut designt. Ich weiß nur nicht, also man kann natürlich die Geschichte fortführen, aber Kane hätte halt das Problem, dass er sehr schnell an einen Punkt kommen würde, wo er halt nicht mehr benutzt werden kann, sag ich mal. Zumindest nicht mehr im Fokus. Aber genug davon, kommen wir zu den Charakteren, die ihr fürs übernächste Mal zur Auswahl habt. Und da haben wir diesmal ein paar sehr interessante dabei. Und ich weiß bei einem, dass insbesondere ein Kommentator schon mal unbedingt diesen Charakter haben wollte. Also, mein Zufallsgenerator hat deine Gebete erhört. Beginnen wir erst einmal. Zur Auswahl stehen Kassadin,
der Lehrengänger. Aurelions Sohl, der Sternenschmied. Und Jinx, die Schießwütige. Und ja, kurze Zusammenfassung der Charaktere. Kassadin ist jemand, der tatsächlich durch ein gewisses Ritual eines Herrn Malzahar seine Tochter, die inzwischen auch wieder die Kluft unsicher macht, nämlich Kaiser, quasi in der Leere verloren hat und ist selbst ein von der Leere berührter Mensch, der aber gegen die Leere kämpft. Aurelion Sohl ist eine Art Weltraumdrache, der tatsächlich eben Sterne und Welten erschaffen hat. Der ist eigentlich ziemlich groß, aber durch eine List von Targon wurde er quasi unter deren Kontrolle gezwungen und wehrt sich da so ein bisschen gegen. Und Jinx ist im Wesentlichen eine durchgeknallte Sonitin. Komplett wahnsinnig. So bisschen, ich würde sagen, schon so ein leichter Mischmasch aus Joker und Harley Quinn. Eher Harley Quinn als Joker, aber ja, prinzipiell absolut durchgeknallt. Sie mag Explosionen und wenn Gebäude oder auch Leute kaputt gehen. Ja, und es ist inzwischen halbwegs sicher, dass sie die Schwester von Vi ist. Also, gut, genug davon. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt den üblichen YouTube-Endkram. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich tun mit einem Däumchen nach oben. Algorithmus, ihr kennt das Ganze. Also auch Kommentare, Abos, Glocke. Das muss euch keiner mehr erzählen. Aber ich erinnere euch da gerne dran, damit ihr es nicht vergesst. Und ja, ansonsten für Leute, die mich tatsächlich etwas direkter finanziell unterstützen wollen, es gibt die ersten zwei Links in der Videobeschreibung, einen Bandcamp-Link, wo man mein Hörbuch Der Lehrling des Zauberschmiedes sich runterladen kann und ja, da zahlen kann, was man eben für angemessen hält. Und ansonsten gibt es auch noch einen Ko-fi-Link, falls jemand sagen möchte, hey, du hast da jetzt toll über einen Typen mit einer Sense geredet, der von der Sense fast verdorben wurde und ja, damit halt edgy Dinge tut. Hier, nimm einen Euro dafür, Hofnarre. Das ist durchaus möglich. Ansonsten ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer generell Leute unterstützen ist gerade eine sehr gute Sache. Wenn ihr also Content Creator habt, bei vielen sind gerade die Werbeeinnahmen im Keller wegen Corona. Werbetreibende ziehen ihre Werbung zurück. Ihr kennt das ja inzwischen, wenn ihr meine Videos kennt. Das heißt, wenn ihr diese Leute unterstützen könnt und wollt, dann macht das bitte. Und wenn es nur ein Euro im Monat ist. Und ich rede jetzt nicht mal über mich, weil ich habe ein halbwegs geregeltes Einkommen. Das ist nicht das Problem. Ansonsten, falls ihr mich noch anderweitig unterstützen möchtet, jetzt vielleicht nicht direkt finanziell, ihr könnt natürlich dieses Video auch einfach teilen. Das ist ja sehr, sehr einfach. Kleiner Klick und sagen, hey, Leute, hier, für die anderen Lore-Nerds, die es so hier gibt in meinem Bekanntenkreis. Vielleicht kennt ihr ja einige, ich weiß es nicht. Ich bin bei mir persönlich so ein bisschen alleine damit. Aber gut, ich produziere die ja nur. Ich muss die ja nicht teilen. Gut, dann, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Lasst konstruktive Kritik und so weiter da. Ihr kennt die ganze Geschichte. Kommentare sind ja generell toll. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Und ich bin auch gespannt, für wen ihr euch da bei Malphite entschieden habt zu dem Zeitpunkt. Ja, das wird eine interessante Sache. Bis dahin, Cheerio!